So, ihr Lieben, damit herzlich willkommen zu einem, ich hoffe, neuem Let's Play. Ich bin allerdings noch nicht sicher, ihr seht im Hintergrund, wir spielen wieder auf BlueStacks. Ich hoffe, das Spiel funktioniert einigermaßen mit der Steuerung hier über den PC. Ansonsten muss ich erstmal rausfinden, wie ich das hinkriege, dass ich auch über das Tablet aufnehmen kann, beziehungsweise, wunderschön, mit dem Tablet. Ich will das Spiel nämlich sehr, sehr gerne Let's Playen. Wir spielen, wie man hier schon sieht, Equestrian The Game. Ich freue mich so wahnsinnig über das Spiel. Da gibt es nur noch eins, worauf ich mich mehr freue. Aber auch das wird wohl irgendwann mal zumindest die Demo spielbar sein. Und das spielen wir dann auch. Heißt, es kommen jetzt mal ein paar Pferdespiele. Auf das hier bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht bin, jetzt wo ich mir zu dem anderen Spiel, von dem ich gerade den Namen vergessen habe, schon ein paar Videos angeschaut habe. Wir starten ein neues Spiel. Bla bla bla. Das habe ich natürlich alles gelesen. Das geht einfach schnell bei mir. Miau. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie das so wird. Ich sollte auch meinen Timer starten, natürlich. Denn wenn das richtig funktioniert, könnte das... Create your Avatar. Okay, das machen wir sofort. Sobald der Timer gestartet ist, Spiel. Ah, ich höre eine leise Musik. Das ist ein Traum. So. Next. Wir sind weiblich. Ach cool, guck mal hier. Hier grau. Ich bin schon ziemlich blass, so. Augenbrauen? Das ist das Gesicht. Ja, das kommt hin. Ja, was weiß ich denn? Augenfarbe ist immer so eine Sache. Hört ihr den Kater? Ja gut, das ist schade, dass es hier nicht so Mischfarben gibt, mehr oder weniger. Hier schwarz, ich bin... Gib mir deine Seele. So, egal. Dann nehmen wir halt so ein Braun, aber das sieht ganz furchtbar aus. Hier so dunkel. Sieht wenigstens gut aus. Die Nase. Das ist jetzt die Länge. Ja, aber... Ach, das ist die Breite. Also ich kann Breite ändern und hier den... Ach so, das ist generell die Form. Ich sehe es schon. Ja, aber... Jetzt sieht es voll komisch aus. Egal. Auf diese Person kommt es nicht an. Das ist die Position. Ich vermute mal, das ist nur hoch und runter. Der Mund. Bisschen voller. So. Die Haare. Da am wichtigsten. Okay, also ich bin das alles nicht so wirklich. Da wäre das noch am ehesten. Außer, dass die ein bisschen... Naja, gut, Länge kommt schon ungefähr hin. Haarfarbe kommt natürlich... was? So, guck mal. Ich kann sogar hier oben... Aber es gibt kein Lila. Dann mache ich schwarz. Wie es früher war. Aber das hier ist voll unpraktisch zum Reiten. Ich mach's mal so. Ich reite ja schließlich. So sind die Haare hier voll buggy. So wäre mir jetzt aber tatsächlich lieber. Ich glaube, ich nehme das und hoffe, dass das irgendwann behoben wird. So, das bin ich. Was ist das hier? Ach so, da wechsle ich zu dem Typen da, den keiner haben will. So, okay, gut. Also im Moment nicht. Name.
So, das ist mein Name, ist vollkommen legitim. Confirm. Ach so. Ach so. Ja gut, das kann ich bestimmt immer noch machen. Das überspringen wir mal. Was? Okay, Northern Countryside. Das hier ist mein Stall. Der Stall. Waldwege, okay, schön. Ja, ich werde keinen anderen zur Auswahl haben, genau. Okay, wir reisen jetzt zu dem neuen Stall. Mein Pferd ist auf dem Weg Pferdeanhänger. Cool. Ich hoffe, es geht alles gut. Ja. Mal gucken. Mein Pferd grast da. Ganz gelassen. Es ist weggelaufen. Also nach der Fahrt wahrscheinlich. Ist aus dem Trailer, aus dem Dings ausgebüxt oder so. War so eine ungemütliche Fahrt. Oder Pferd hat Hunger. Jetzt muss ich natürlich checken, ob alles okay ist. Wer bist du denn? Oh. Schwedisches Warmblut. Geeignet für jede Disziplin. Spring, Turnability ist, glaube ich, so Wendigkeit, ne? Und es ist mental gefestigt. Wen haben wir noch? Arabian Horse, ja, okay, cool. Araber. Auch in Ordnung von der Nase hier, die sind ja gerne mal... Dieses Wort kenne ich gerade leider nicht. Stamina, ja, Speed, ja, ist ein sehr schnelles, wendiges Pferd. Also ausdauerndes Pferd ist ja für Wanderritte oftmals Distanzritte. On Welsh. Hübsch mit dem Fesselbehang. Der hat gute Gangarten. Der Welsh Cob. Also eher ein Dressurpony. Oh, ein Friese. Na, schön. Stärke und gute Gangarten, also auch ein Dressurpferd eher. Oh, ein englisches Vollblut. Ich liebe englische Vollblüter über alles. Frag mich nicht, warum, ich liebe sie. Ich finde sie wunderschön, der ist gut getroffen. Oh, ein Fjordpferd. Oh, wie schön. Ein sehr, sehr ruhiges Pferd, genau. Aber ich glaube, auch wenn mir vom Charakter her der Araber eher zusagt, weil er eher ein bisschen unter der Friese ist, natürlich wunderbar. Da so ein Welsh auch. Ein Dressurpony. Aber ich nehme das englische Vollblut als erstes Pferd. Ganz klar. So, hier können wir jetzt die Farbe einstellen. Oh, die Variation davon dann. Schwarz ist schwarz. Ne, hier noch ein bisschen, das ist eher blau-schwarz, ne? Schön. Schimmel. Da gibt es nur den rein weißen Schimmel. Boah, als Schimmel wäre das aber auch hübsch, aber ein bisschen langweilig leider von den Farben her. Ist ein Bay. Beziehungsweise ein brauner, wie man das so kennt, mit einer dunklen. Boah, hier der dunkle ist hübsch. Oh. Hallo. Ist das Palomino? Ja, ne? Ich kannte die Farben mal besser, als ich noch ein anderes Spiel immer gespielt habe. Oh, ist das nicht schön?
Das wäre jetzt ein Flexen, ne? Fuchs mit... Alter! Ist das eine schöne Farbe? Die Fellfarbe jetzt ist ganz... Aber dazu gefällt mir die helle Mähne nicht so gut, obwohl es natürlich cool ist vom Kontrast. Aber ich glaube... Ich bin verliebt. In diese weißen Wimpern hier. So oder so. Ich finde das eigentlich tatsächlich schöner. Hier haben wir Abzeichen. An den Beinen können wir einzeln einstellen sogar. Und am... Oh, hier ein Dings. Wie heißt es nochmal? Badger Face. Kleiner Stern, Blässe, eine Schnippe nur. Oh, auch süß, mit der Schnippe einfach. Oh, das ist auch eine hübsche Blässe. Stern und Schnippe. Mhm. Auch hübsch. Badger Face. Bin ich immer tatsächlich kein so großer Fan von. Ich mag, glaube ich, einfach... Ich liebe diese Blässen, wenn die wirklich bis zu den Nüstern runtergehen. Dann siehst du hier den rosa... Die rosa Schnute, das finde ich so schön. Hast du hier auch, aber ich glaube, ich möchte einfach diese normale, relativ breite Blässe. Das ist zwar auch hübsch, würde mir jetzt aber beim dunkleren Pferd besser gefallen. Und finde ich jetzt auch relativ untypisch für ein englisches Vollblut. Achso, Leg Markings. Oh, hier nur der Kronenrand in weiß, das liebe ich ja auch, das ist so süß. Weil du dann halt auch den weißen Huf gleich wieder hast, den hellen Huf. Und bis ganz nach oben können wir tatsächlich stiefeln. Das finde ich schön. Muss ich nur gerade überlegen, wie wir das machen. Ich mag weiße Kronenränder. So gekreuzt. Beide Hinterläufe. Finde ich ein bisschen viel, glaube ich. Ich nehme ruhig so, das finde ich hübsch und auch relativ schlicht von den Farben her. Das war eine wahrscheinlich eher seltene Farbe für ein englisches Vollblut, schätze ich jetzt, weiß ich nicht ganz genau. Aber doch noch relativ schlicht gehalten. Da haben wir zwei verschiedene Mähnstile, etwas länger. Oh, ich weiß zum Beispiel auch, dass es bei Araber ganz andere Mähnen nochmal gibt, lockige und so. Seht ihr die kurze Variante? Das sieht natürlich hübsch aus. Geflochtener Schweif. Nee, ich lasse den Schweif offen. Augenfarben. Ach, ich kann auch zwei verschiedene Augenfarben nehmen. Oh, die Alter. Okay, komm, eine Besonderheit. Als unser erstes, dadurch, dass es unser erstes Pferd ist. Ganz dunkle Auge. Das ist so dieses Dunkelbraun. Ich möchte nochmal gucken, gefällt mir das so nicht besser? Weil ich liebe dies. Komm, wir machen es so. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist bei der Farbe, aber die Größe. Oh, das gefällt mir, glaube ich, nicht mit dem Auge. Von Namen sieht es doch besser aus, als wir nehmen diese schönen dunkelbraunen, gütigen Augen. Sieht sehr, sehr nett aus, dieses Pferd. Sehr, sehr nett. Die Höhe. Wie hoch kann er denn? Boah. Ja, oh. Die sind ja schon ein bisschen größer. Wir setzen ihn mal ruhig auf 1,70 Meter. Komm, Großpferd. Next. Name. Hier kann ich auch umschalten, ob es ein Hengst oder eine Stute ist. Macht aber keinen Unterschied.
würde gerne wieder einen Namen nehmen, den ich immer gerne nehme. Ich weiß nur gerade den kompletten Namen nicht, aber da man hier keinen Rufnamen einfügen kann, nehme ich nur den Rufnamen. Dusty. Ich mag den Namen immer sehr. Gerade für so ein helles Pferd. Weil du da eben auch sagen kannst, okay, es kommt von Dust. Oder eben wirklich der Name Dusty. Normal dann als Ganzen ist dann meistens Dusty of irgendwas oder Form, je nachdem, ob man jetzt in Deutschland spielt oder dann eben den Gestütsnamen. Aber hier gibt es keine Rufnamen. Dusty. Standard Palomino. Stripe and Snip. Stallion, 170 cm. 61 Kilo, 2018 geboren. Cool. Er ist in der Database registriert. Sehr schön. Ach, hier kann ich ihn auch drehen und mir nochmal angucken. Ja, der ist süß. Ich finde ihn schön. Ich finde ihn wunderschön. Kann jetzt außergewöhnliche Farbe, aber wunderschön. Ich bin sicher. Ach, guck mal, er macht dir erstmal eine Piaffe. Oh, ich bin begeistert, Dusty. Ich bin begeistert. Wie schön. Wie überraschend. Oh, ich hoffe, die Steuerung funktioniert jetzt mit Dusty hier. Gut, dass er nicht verletzt wurde. Lass uns das letzte Stückchen zurück zum Stall reiten. Zum Glück sind wir vorher schon mal ohne Sattel geritten. Okay, einmal mit meinen Beinen drücken, also Schenkeldruck. Bitte Dusty darum, vorwärts zu gehen. Okay, ich soll es versuchen. Hier. Walking. Das freest aber. Jetzt traben wir. Ach so, zweimal, also mehrmal Schenkeldruck. Signalisiert, dass sie das gerne schneller reiten möchte. Mhm. Jetzt sollen wir das gleich genau das ausprobieren, nämlich. Ja. Grab the gains. Ach, guck mal. Huch. Ja, du bist unzufrieden. Ja, sage mal. Das hier ist sehr energiegeladen. Und er wird anfangen, eben das auch zu zeigen oder zu beweisen, wenn ich ihm lasse. Wie Slowdown? Ich gehe doch schon im Schritt. Also er soll jetzt slowen sozusagen. Ja. Jetzt richten wir. Komm vorwärts. Komm. Ein bisschen traben können wir aber doch. Oh, guck mal, er legt die Ohren an. Ja, tut mir leid. Gut, er wird langsamer, wenn ich ihn darum bitte. Oh, jetzt sollen wir Kenter, also galoppieren. Komm. Und vor Kenter. Ach so. Hier ist... Ach, wow. Ja, Dusty. Nee, Kenter haben wir gesagt. Let's go faster. Extended. Kenter. Hindernis. Ich sehe da vorne einen Sprung oder ein Hindernis. Okay, ich muss gerade darauf zureiten und im richtigen Moment Zügel geben, indem ich meine Hände nach vorne strecke. Okay, ja gut, damit sich das Pferd natürlich dementsprechend strecken kann. Das hier wird dann den Rest machen. Ja. Ja, komm. Super, Dusty. Ah.
Dusty ist noch nicht geübt darin, Brücken zu überqueren. Lass uns also ein bisschen langsamer reiten. Ja, ruhig, Dusty, ruhig. Ja, ist gut, vorwärts, komm Junge. Wir gehen trotzdem vorwärts, mein Schatz. Oh, er hat Angst. Oh, wie schön. Ganz ruhig. Nee, komm. Komm, komm, komm. Oh, er dreht am Rad. Beruhige das Pferd, indem man es anklickt. Also wahrscheinlich wird das... Komm hier. Ja. Gut, dass er so brav ist. So ohne Sattel und ohne alles. Ist gut, mein Junge. Ist gut, ist gut, ist gut. Oh, das ist aber... Der dreht vollkommen am Rad. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Lässt sich aber auch gar nicht richtig beruhigen. Oh, jetzt. Er sieht Gespenster. Ich finde dieses Gespenster. Oh, jetzt. Ruhig. Boah, wie er die ganze Zeit die Ohren anlegt. Da ist der Stall. Los geht's. Na, Gott sei Dank. Ha. Die Steuerung ist cool. Noch geht es auch. Ich bin nur gespannt, weil es ja auch noch irgendwann an Springen geht. Ich weiß nicht, wie es dann wird am PC. Also so macht es echt Spaß. Voll schön. Wundert euch übrigens nicht, ich neige dazu, mit Tieren in Spielen zu sprechen. Okay, Nachricht von den Entwicklern. Willkommen zu Equestrian the Game. Ja, sie arbeiten an neuen Features und Fun-Content, da freue ich mich doch schon. For you to enjoy in the future, cool. Ja, sie freuen sich darauf, das Spiel zusammen mit uns zu entwickeln und zum Wachsen zu bringen, sozusagen. Discord, ja, können wir auch mal drauf gehen, auf jeden Fall. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Cool. Jetzt ist ein neuer... Das hier ist unser neues Zuhause, Dusty. Ich weiß, du hast das Potenzial, ein Springpferd zu werden. Was? Showspringen. Okay, und jetzt können wir wirklich alles dafür geben. Okay, cool. Was ist das? Sieht so aus, als hätten die vorigen Besitzer uns ein Geschenk hinterlassen. Ach, das ist aber nett. Ach, guck mal. E-Coins, E-Cash, okay, Carrots. Oh, hier ganz viel Getreide und Futter. Und hässliche rote Klamotten. Na gut. Oh, die Deck... Nee, ist ein Pad, okay. Zwei Trenden. Einmal in schwarz, einmal in braun. Das hier ist nicht schlecht, die schwarze. Das schwarze Outfit und das rote T-Shirt. Ja, schön. Schön. Ein Round Pad. In unterschiedlichen Farben. Das hier braucht jetzt Training, wenn wir professionelle Showspringer werden wollen. Lass uns eine Reithalle bauen für das Indoor-Training. Cool. Let's build. Office, Stables, Silo, Trailer. Bah! Neue Pferde kann man da kaufen. 200. Klick hier. Klick hier. Dusty. Boah, der pinke Hintergrund. 4 Jahre, 2 Monate. Da frage ich mich gerade, wieso ist er denn in dem Alter schon so gut angeritten, bitteschön. Finde ich schon wieder nicht so gut. Naja. Lass uns mit der Anfängersprunghöhe starten. So.
Es ist gut für Showspringen. Ach so. Wenn das hier erfolgreich ist, können wir schwierigere Routine, ja, ich denke mal so Trainingseinheiten wählen. Okay. Jumping. Ach hier, guck mal, Mentalität 16. Plus 3 kriegt er, wenn er hier das hier macht anscheinend. Trot. Sein Trab ist nicht so gut. Ah gut. Select the Jumping. Ach, Dressur. Das ist das Normale hier. Jumping. Jump High hier. Beginner. Cool. Was? Längere Trainingseinheiten brauchen eine Menge Energie. Also brauchen wir Karotten, um sie zu vervollständigen. Wozu Karotten? Brauche 16 Karotten und 100 Energie. Okay. Simulate. Okay, da simuliere ich nur. 8 Stunden. Ach so. Wir speeden die erste Runde natürlich ab, wie bei jedem solchen Spielen. Wir speeden die Runde ab. Coach. So. Do you want to coach this horse and complete its training now? Ja, bitte, danke. Ich bitte darum. Okay, das hier hat an Schnelligkeit gewonnen. Noch mehr. Springen hat er auch trainiert. Da ist er aber schon relativ gut drin, ne? Ah. Gut. Hat er ja gut gemeistert. Ich denke, wir sind bereit für unsere erste. Ja, klar, jetzt schon, oder was? Jetzt will sie schon zum Turnier, oder was? Ist die Frau verrückt? Ah, ein Übungsturnier reiten wir erst. Alles klar. Hier ist die Lobby. Ach so, Competition Training? Hier muss ich draufdrücken, ne? Ja. If we finish this curse, ach so. Wenn wir diesen Kurs mit 0 Fehlerpunkten durchgehen, kriegen wir eine, ja, clear round. Ist eigentlich dann eine fehlerfreie Runde, ne? Ja gut, wenn wir Dinger runterhauen, Stangen, dann kriegen wir natürlich Strafpunkte, logisch. Und wenn wir das Zeitlimit überschreiten, kriegen wir ebenfalls Strafpunkte, wie im wirklichen Springreiten halt. Showjumping. Oh, wir sehen aber scheiße aus. Boah, wie riesig er ist. Schön. Schön, schön, schön. Das machen wir jetzt auch noch. Ich will nämlich gucken, wie das funktioniert. Auch hier an diesem Computer. Eine Minute. Wir sind auf das hier vorbereitet. Na, ich weiß noch nicht. Denk dran, dass Dusty nur springen wird, während er im Kanter läuft, okay? Ja, und ich muss natürlich so die Sprünge so frontal wie möglich anreiten. Logisch. Und ich muss die Sprung, also die Schnelligkeit an die einzelnen Sprünge anpassen. Je weiter der Sprung ist, desto schneller muss ich werden. Je höher der Sprung ist, desto langsamer muss ich werden. Macht auch Sinn. Ach so, und dann... What Jump-Typ? Wo? Okay, ich kann auf jeden Fall irgendwo den Sprungtyp sehen. Okay, und dann muss ich auch noch im richtigen Moment Zügel geben. Das wird nie was. Ich wünschte, ich könnte irgendwas über Tasten machen. Kann ich aber nicht, ne? Nee. Hold for Canter. Komm, mein Schatz. Ein Steilsprung.
Das hier muss also hochspringen, aber nicht sehr weit. Also soll ich langsam reiten. Ja, mach ich. Na jetzt, ich hab doch Zügel. Das ist ein Ochsa. Oder ein Double Jumper, wenn man das sagt, weiß ich nicht. Also muss ich ein bisschen schneller reiten, weil der Sprung natürlich weiter ist, wie wir es gerade gelernt haben. Komm. Komm, komm, komm. Das Ding. Oh mein Gott. Es liegt nicht an der Steuerung, möchte ich gerade mal. Hallo. Was machst du? Oh, der will nicht. Der hat miese Laune. Guckt euch das an. Hallo. War's doch nicht. Weiß ich gerade nicht genau. Kentalitz. Hallo. Alles gut. Oh, wieso ist er jetzt plötzlich so fix? Trippelbare. Niedrig, aber sehr weit, ja. Schneller, 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 mein Schatz. Ich geb doch, oh, ich hab doch auf hier hingeklickt. Ich kapier's noch nicht so ganz. Hey! Oh! Alter, das ist schwer. Oh! Entschuldigung. Boah, ist das schwer. Jetzt. Nee, 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 komm. Komm, mein Junge. Wir schaffen das. Nein. Ich geb doch. Ach so, nach oben. Oh, ich nehme ihn immer zurück. Aber ich muss ja nach oben. Bäh. Entschuldigung. Ja, war falscher Moment. Jetzt habe ich es begriffen. Oh, Menno. Oder auch nicht. Ja, ach du Scheiße. Ich habe 100 Fehler. Mehr geht nicht. Ich habe verloren. Game over. Ist vorbei. Ist verkackt. Oh, Menno. Ich will nochmal, bitte. Game over. Gott, war das furchtbar. Ja, von wegen, wir haben es nicht geschafft. Nee. Kein reales Turnier. Dusty ist müde. Seine Energie ist runtergegangen. Was? Wir brauchen ein Silo. Jetzt Bild. Okay.